Oh, Grüße, Monsieur. Meryl, was macht ihr hier? Wir sind wegen Huan hier, Nisa. Oh. Als die Templer kamen, habe ich ihnen die Wahrheit gesagt, dass ich Huan 10 Jahre nicht gesehen habe. Aber als sie weg waren, da kam er zu mir. Ich sollte ihn verstecken. Ich hatte von seiner Rückkehr geträumt, aber nicht so. Er hat sich verändert und ich kenne ihn nicht mehr. Ich habe ihn fortgeschickt. Inwiefern hat sich Huan verändert? Er war besessen davon, jedem die wahre Macht der Elfen zu zeigen. Er hat mir Angst gemacht. Wisst ihr, wohin Huan gegangen ist, nachdem ihr ihn fortgeschickt habt? Nein, er ist verschwunden. Aber Huan sagte, er würde kommen und mich holen und für immer von hier wegbringen. Nur ein Nichtsnutz, der auf Almosen aus ist. Ich weiß nicht, was er damit meinte. Und ich habe Angst vor ihm, Monsieur. Würde es helfen, wenn ich wiederkäme? Ihr wärt dann in Sicherheit. Ich wäre euch dankbar dafür. Huan hat gesagt, er käme bald ins Gesindeviertel, bei Anbruch der Nacht. Werdet ihr ihn festnehmen? Ich glaube, er braucht Hilfe. Vielleicht kann der Zirkel heilen, was ihn peinigt. Wie fühlt ihr euch so in eurer Ehe, großes Mädchen? Es ist gut. Nein, sogar großartig. Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, wenn... Als ob man... Champion, ich bin Lia. Erinnert ihr euch an mich? Als ich ein Kind war, habt ihr mich vor diesem Mörder gerettet. Verzeihung, Hauptmann, ich wollte nicht... Schon in Ordnung, nur zu. Ich wollte mich bei euch bedanken. Ich war an dem Tag meiner Rettung nicht bei klarem Verstand. Das Monster hat verdient, was es bekommen hat. Hauptmann? Wegtreten. Sie hat sich vor einigen Monaten der Wache angeschlossen. Sie weiß genau, womit wir es zu tun haben. Erbarm, Sir, habt doch Erbarm. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ihr habt eine bekannte Abtrünnige beherbergt. Ist es denn ein Verbrechen, meiner Base etwas zu essen zu geben? Sie wurde halb tot geprügelt und war am Verhungern. Es ist ein Verbrechen gegen den Erbauer. Die Strafe dafür ist... Eindringlinge, kümmert euch um sie! Ich dachte schon, ich sei tot. Ich habe sie einfach nur über Nacht bleiben lassen. Das...
was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ich bin es langsam leid, zu treffen mit euren Freunden zu gehen, die sich dann als Hinterhalter herausstellen. Ich hatte euch gesagt, ihr sollt nicht hingehen. Ich habe bei einem der Schläger diese Notiz gefunden. Da steht irgendwas über euren Wallop-Schlägel. Als ich das letzte Mal Wallop gespielt habe, war ich noch ein Kind. Aber mein Schlägel hängt immer noch an der Wand. Zumindest darin war ich wirklich gut. Evelyn, was ist in eurem Spiegel? Was meint ihr damit? In eurem Spiegel? Was seht ihr darin? Wir müssen zu dem Venadalbaum. Ich kann nicht glauben, dass jemand Holz von einem Venadalbaum schlägt, um diesen Wallop-Schlägel herzustellen. Das ist doch nur ein Kinderspielzeug. Wallop-Schlägel? Dann müsst ihr diejenige sein, der ich diese Notiz geben soll. Hat euch jemand angewiesen, mir das zu geben? Ich erhielt einige Münzen, um das der ersten Person zu geben, die nach Wallop-Schlägeln fragt. Leider trug der Betreffende eine Kapuze und es war dunkel. Ich konnte kaum etwas erkennen. Aber es war zweifelsohne ein Mensch. Kein Irrtum möglich. Selbst mit Kapuze seht ihr alle gleich aus. Ein Lagerhaus? Ich lasse mich nur ungern durch die Gegend führen. Außer es ist eine Leine im Spiel, was hier nicht der Fall ist.